Ja, dann herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz heute. Thema scheint interessant zu sein, zumindest die zahlreichen Zuschaltungen sind Beleg dafür. Und wir stellen Ihnen heute eine Studie des DICE vor, die die fiskalischen Effekte einer Cannabis-Legalisierung berechnet. Im virtuellen Raum neben mir und auch auf meinem Bildschirm neben mir, aber das ist wahrscheinlich überall anders, ist Studienleiter Professor Justus Haukapp, Direktor des DICE. Weiter unten sein Mitarbeiter Leon Knoke und Co-Autor der Studie. Dann begrüße ich eins weiter rechts bei mir auf der Kachel, Georg Wurth, Geschäftsführer des Hanfverbands. Der auch noch ein paar Worte dazu sagen wird. Herr Haukapp und Herr Knoke werden Ihnen die Studie vorstellen, ein bisschen was zur Methodik sagen und natürlich die Ergebnisse präsentieren. Ein Hinweis vorweg: Es handelt sich bei der Studie um ein Update einer Studie, die im Jahre 2018 veröffentlicht wurde und damals im Auftrag des Hanfverbands erfolgt ist. Das Update von heute ist ohne Auftraggeber, sozusagen aus freien Stücken des DICE oder von Herrn Haukapp entstanden. Damit ist nur eine Formalie, aber ist ja nicht ganz unwichtig. Was der Unterschied zum Update und zur ursprünglichen Studie ist, da wird Herr Professor Haukapp auch noch was dazu sagen. Noch ein Hinweis: Wir zeichnen die Pressekonferenz zu Dokumentationszwecken auf. Und wollen die Präsentation auch eventuell veröffentlichen, also nur die Präsentation. Ja, den Anfang macht gleich Herr Wurth, dann folgt der Haukapp mit der Präsentation und nach der Präsentation würde ich sagen, öffnen wir für Fragen. Falls Fragen auftreten, bitte einfach die virtuelle Hand heben. Das ist unten bei mir in der Leiste dieses Smiley und da kann man eine Hand heben und ich sehe dann, wer eine Frage hat und rufe dann auf. Sonst geht das ein bisschen durcheinander, würde ich sagen. Aber jetzt kann ich nachher auch nochmal zu sagen, aber jetzt würde ich sagen, geht's los. Bitte, Herr Wurth. Ja, danke. Ich würde gerne mal vorweg sagen, dass das erstmal ein gutes Argument für die Legalisierung ist, wie viel Geld dabei in die Staatskasse reinkommt, aber dass das häufig alleine als Argument nicht zieht, genauso wie alle anderen Argumente, alle guten Argumente für Legalisierung, solange Leute überzeugt sind davon, dass die Prohibition tatsächlich auch eine positive Seite hat, dass das Verbot von Cannabis insbesondere den Konsum bei Jugendlichen reduziert. Bei Risikogruppen also insbesondere und damit eben problematischer Konsum verringert und verhindert wird. Erst wenn man dann klar macht sozusagen, dass das gar nicht stattfindet, ja, dass es keinen wissenschaftlichen Nachweis dafür gibt, dass das Verbot von Cannabis und die Repression durch die Polizei den Konsum irgendwie senkt, insbesondere bei Jugendlichen, dann werden die anderen Argumente auch gehört. So habe ich das immer wieder erlebt. Weil es auch nachvollziehbar ist, ja, dann wäre es ja eine korrekte Abwägung zu sagen, okay, ist mir das Geld sozusagen, ist mir der Jugendschutz so viel Geld wert oder nicht? Wenn ich aber sehe, es gibt gar keinen Jugendschutz durch Prohibition, sondern ganz im Gegenteil, Jugend wird sogar eher gefährdet durch Prohibition. In den USA sehen wir ja jetzt die Zahlen, keinerlei Einfluss der Prohibition auf den Konsum bei Jugendlichen, auch Kanada, Uruguay, da wird nicht mehr konsumiert nach der Legalisierung bei Jugendlichen. Heißt wiederum auch, vorher hatte auch die Repression keinerlei Einfluss. Und die Konsumzahlen sind ja auch bei uns ständig weiter gestiegen, trotz Repression, trotz massiver Repression, muss man sagen, über 200.000 Strafverfahren im Jahr. Also es gibt keinen positiven Effekt. Und dann muss man wirklich sagen, ist die Prohibition sinnlos und teuer. Die Bundesregierung hat das vollkommen ignoriert die letzten Jahre. Ich bin von Haus aus selber gelernter Finanzbeamter, ich habe Steuerrecht studiert. Von daher war das immer schon ein wichtiges Thema für mich beim Thema Legalisierung. Und ich habe auch selber schon entsprechende Berechnungen angestellt, ziemlich zu Anfang meiner Zeit, Anfang der Nullerjahre beim Hanfverband. Habe übrigens auch gestaunt, dass es einfacher ist, für den illegalen Markt Zahlen zu finden als für den legalen. Aber so eine ähnliche Berechnung habe ich damals auch schon gemacht. Und die Bundesregierung ist auch danach gefragt worden. Ich habe gerade nochmal unseren Bericht angeguckt von 2007. Die Antwort der Bundesregierung nach unseren Zahlen, meinen Zahlen damals,
Bundesregierung hat gesagt, wir haben keine Ahnung, was das Cannabisverbot kostet. Und wir wollen es auch eigentlich gar nicht wissen, das interessiert uns auch überhaupt nicht, weil wir wollen sowieso nicht legalisieren. Und das fand ich beinahe skandalös in dem Zusammenhang, wo doch heutzutage jedes Gesetz, das entsteht, vorne drin erstmal die Rechnung dafür hat. Ja, überall ist eine Rechnung dran, hängt ein Preisschild dran, wenn heutzutage ein Gesetz verabschiedet wird, wird genau reingeschrieben, auf welcher staatlichen Ebene ist das wie teuer. Nur bei Cannabis-Legalisierung bzw. Verbot hat die Bundesregierung einfach einen Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, das interessiert uns nicht, das wollen wir überhaupt nicht wissen besser. Ja, und damit die Diskussion abgetan, auch meine Zahlen damals abgetan im Sinne von, ja, der Handverband da, der hat da irgendwelche Zahlen aus der Luft gegriffen, das ist alles Blödsinn. Insofern war ich dann wirklich froh, als wir dann endlich die Möglichkeit hatten, 2018 eben das offiziell in Auftrag zu geben. Und Herrn Haukapp kann man wohl kaum unterstellen, dass er da irgendwelche Zahlen erfindet. Und da haben wir jetzt wirklich belastbare Zahlen. Übrigens, damals meine Untersuchung und jetzt erst recht die Haukapp-Studie ist das einzige in Deutschland, was existiert zu dem Thema. Es gibt keine andere Studie zum Thema, was kostet die Cannabis-Prohibition, wie viel Steuereinnahmen wären möglich. Von daher sowieso auch eine einmalige Angelegenheit. Und umso mehr freut es mich, dass wir jetzt aktuellere Zahlen präsentieren können. Wie gesagt wurde, haben wir das nicht in Auftrag gegeben. Ja, insofern kann ich mir das gar nicht so sehr anheften. Freue mich aber, dass die Aktualisierung da ist. Zumal ja jetzt auch die Bundesregierung sich ändert. Ja, und diese Ignoranz, die wir vorher hatten, aus ideologischen Gründen, weil man unbedingt dieses Cannabisverbot aufrechterhalten will, gar nicht auf die Kosten zu gucken. Ich denke, das ändert sich jetzt. Der alte und der neue Finanzminister, wer auch immer der neue wird, werden sich sicherlich mehr dafür interessieren, wie viel da jetzt in die Kasse reinkommt. Zumal es mehr geworden ist als vorher. Vielleicht so viel darf ich schon mal teasern vielleicht. Gerade in den Koalitionsverhandlungen, wo eine Partei sagt, keine Steuererhöhungen, keine neuen Steuern und so weiter. Bei Cannabis werden sie sicherlich eine Ausnahme machen. Bei der FDP steht ja im Programm, ist deren Forderung. Und ich glaube, es gibt auch keinen Bereich, wo die Steuerzahler selber endlich die Steuern zahlen wollen. Ja, also die Cannabiskonsumenten würden ja gerne Steuern zahlen, wenn sie dafür eben vernünftige Qualität ohne Streckmittel, ohne gefährliche Zusatzstoffe dem Schwarzmarkt entkommen können und in einen vernünftigen Laden gehen. Dann zahlen sie auch gerne Steuern, anstatt dem Dealer einen Risikoaufschlag. Das ist für alle eine runde Sache, eine Win-Win-Situation für Bürger und Staat. Und dabei will ich belassen erstmal und Herrn Haukapp das Wort übergeben in Sachen Zahlen und wie ist er drauf gekommen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Wurth. Ich übernehme mal gleich einfach so, Marc, und hoffe, dass Sie jetzt so wie ich ein Bildschirm mit einer Präsentation sehen. Das Ganze ist eine Arbeit, die haben wir aus freien Stücken jetzt erstellt, weil wir das Thema für wichtig halten. Mein Co-Autor und Mitarbeiter Leon Knoke, der natürlich die Hauptarbeit eigentlich machen musste, sitzt auch mit mir heute hier in der Studie und wir stehen auch gleich für Fragen oder für Antworten vielmehr zur Verfügung. Und ich fange mal direkt mit den Ergebnissen an, weil das ist sicherlich das, was die Menschen am meisten interessiert. Und dann will ich Ihnen erklären, wie kommen die Zahlen denn zustande, auf die wir hier gekommen sind. Also ganz unten, das ist die Zahl, die vielleicht die meisten interessiert, ganz am Ende. Was wäre für den Staat drin, so will ich das mal sagen, wenn Cannabis in einen regulierten, legalisierten Markt überführt werden würde. 4,7 Milliarden sind das nach unseren neuesten Berechnungen insgesamt, die wir für valide und verlässlich halten. Wie setzt sich das zusammen? Der ganz große Brocken ist die Cannabissteuer. Mittlerweile halten wir für realistisch durchaus 4,50 Euro pro Gramm, die man einführen könnte, komme ich gleich dazu, wie das aussieht. Dann die Umsatzsteuer, der nächste große Brocken und dann eine Reihe von kleineren Steuern. Vielleicht nochmal wichtig, die Versicherungseinnahmen und dann die eingesparten Polizeikosten. Und was ganz neu ist, sind auch die eingesparten Gerichtskosten und die eingesparten Justizvollzugskosten. Die haben wir im Jahr 2018 noch gar nicht berechnen können, weil wir keine vernünftige Datenbasis hatten. Also die letzten beiden Punkte, das ist ganz neu, weil wir da vorher einfach überhaupt keine Daten in Deutschland hatten. Da gibt es mittlerweile Daten, will ich Ihnen auch gleich erklären, wie wir das dann berechnet haben. Olaf Scholz hat ja in der letzten Woche, ich glaube, auf eine Nachfrage von Thilo Jung, wenn ich mich nicht täusche, war es in einer Pressekonferenz gesagt, das wäre schwierig, das potenzielle
Einkommen aus einer Cannabissteuer zu berechnen, weil man ja nicht wissen würde, wie viel Cannabis denn in Deutschland konsumiert werden wird. Das ist richtig, das wissen wir nicht ganz genau, aber es ist auch nicht so, dass wir gar nichts wissen. Es gibt nämlich alle 3 Jahre, aus meiner Sicht viel zu selten, aber immerhin alle 3 Jahre das sogenannte epidemiologische Suchtsurvey. Die letzten Daten, die schon veröffentlicht sind, sind von 2018 und da werden sogenannte Prävalenzdaten veröffentlicht. Das ist ein Survey, der in sehr vielen Ländern der Welt in ähnlicher Weise durchgeführt wird und dort wird nach allen möglichen Verhaltensweisen in Bezug auf Sucht gefragt. Legale Suchtmittel wie auch illegale Suchtmittel werden abgefragt und die 3 Fragen, die typischerweise gestellt werden, sind neben der Erhebung von soziodemografischen Daten der Konsumenten, haben Sie die Substanz XY, also in diesem Fall Cannabis, in Ihrem Leben schon einmal konsumiert? Haben Sie das in den letzten 12 Monaten konsumiert und haben Sie das in den letzten 30 Tagen konsumiert? Es gibt dann auch noch feinere Fragen, die, da muss man ganz genau in die Daten reingehen und sich die Rohdaten angucken. Da kann man auch noch mehr daraus ziehen, aber das sind die veröffentlichten Daten. Das heißt also, das ist die Prävalenz, die sogenannte der von 18- bis 59-Jährigen in Deutschland. Die letzte Zahl hier, die 7,9%, das ist vielleicht wichtig, die mussten wir selbst errechnen, weil mittlerweile von 2015 auf 2018 die Prävalenzbefragung umgestellt wurde. Früher wurden die 18- bis 59-Jährigen befragt, jetzt werden die 18- bis 64-Jährigen befragt. Sie können sich vorstellen, bei den 60- bis 64-Jährigen, da ist die Prävalenz nicht besonders ausgeprägt, das sind nicht die Intensivkonsumenten. Das heißt also, die konsumieren relativ wenig. Wenn man das dann zurückrechnet, das kann man anhand der Rohdaten aus dem Survey machen, dann sieht man, und damit wir es vergleichbar halten, sozusagen die 18- bis 59-Jährigen nur uns angucken, dann sehen wir, dass wir bei den, wenn wir sagen, bei den Leuten, die das über 30 Tage konsumieren, wir einen, ja, ich würde sagen, keinen besonderen Trend erkennen können. Wir sind genau da, wo wir auch vor 20 Jahren sind, im Grunde genommen. Wir sehen aber, dass bei den Gelegenheitskonsumenten, die das schon mal konsumieren, aber nicht monatlich, wir doch einen Anstieg zu verzeichnet haben. Und ich habe das jetzt nicht aufgezeigt, das können Sie in der Studie nachsehen. Wir sehen das auch bei denen, die das im Leben schon mal genommen haben. Da kommen wir mittlerweile nicht ganz an fast ein Drittel der Erwachsenenbevölkerung heran. Das heißt, diese Prävalenzdaten verraten uns schon mal ein bisschen was über den Konsum. Wir können das dann auch noch mal, also das heißt, das müssen wir gar nicht, das ist sogar direkt aus dem Survey zu entnehmen, gucken, wie verteilt sich das denn auf verschiedene Altersgruppen in der deutschen Bevölkerung. Und das ist das, was jeder kennt, der mit offenen Augen durch die Welt geht. Bei Jüngeren ist das viel stärker verbreitet als bei Älteren. Das mag möglicherweise auch die politische Resistenz erklären. Die Wähler sind sehr alt in Deutschland. Die gehören also eher zu diesen 50 Jahre und älter typischerweise. Die Konsumenten von Cannabis gehören eher zu den Jüngeren tatsächlich. Aber was wir mit diesen Daten machen können, ist dann zu sagen, wir können jetzt uns überlegen, wie viele sozusagen 18- bis 20-Jährige gibt es in Deutschland, wie viele 21- bis 24-jährige Menschen gibt es in Deutschland, wie viele 25- bis 29-jährige Menschen gibt es in Deutschland. Das sind alles Daten, die beim Statistischen Bundesamt vorliegen und können dann letztendlich ausrechnen, wie viele Millionen Bundesbürger in diesen jeweiligen Altersgruppen wiederum vorhanden sind. Dann müssen wir als nächstes überlegen, in diesen verschiedenen Altersgruppen, wie viele Menschen sind denn Gelegenheitskonsumenten, regelmäßige Konsumenten und sogenannte Intensivnutzer, die das nahezu täglich nehmen. Und hier sehen wir anhand der jüngeren Zahlen aus dem letzten Suchtsurvey, dass die Intensivnutzer doch zugenommen haben. Ja, das ist sozusagen die, also die täglich oder fast täglich konsumieren. Wir haben den größten Teil der Nutzer sind Gelegenheitskonsumenten und dann regelmäßige Konsumenten sind solche, die, jetzt muss ich mal nochmal überlegen, Herr Knoke, nicht, dass ich hier was Falsches erzähle, die das monatlich zumindest konsumieren oder häufiger. Also in der Konsumentengruppe
sind 63% relativ wenig Nutzer und das sind schon die intensiveren und dann sind die ganz intensiven Nutzer 12%. Was wir jetzt noch approximieren müssen, ist, wie viel wird denn ein Gelegenheitskonsument, ein regelmäßiger Konsument, ein Intensivnutzer pro Tag etwa verkonsumieren? Das ist nicht ganz einfach, das zu ermitteln. Es gibt aber immerhin ein bisschen wissenschaftliche Literatur zu dem Thema. Das ist eine Studie aus den USA. Die wird weit verwendet, ist jüngst auch nochmal vom französischen Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen genutzt werden, weil das immer noch die besten Daten sind, die was wissenschaftlich verfügbar hat. Und die sagen, da gibt es auch eine Schwankungsbreite, aber wir können letztendlich im Jahres sozusagen im Durchschnitt rechnen, was sind sozusagen die Konsummengen, die wir dann anrechnen können. Da gibt es verschiedene Szenarien, wir haben gesagt, sehr konservativ, konservativ, nicht konservativ und müssen dann überlegen, an wie vielen Tagen konsumieren die. Auch da gibt es eine Spannbreite von, Sie sehen also 365, das ist sozusagen das Maximum, was möglich ist, bis zu dem Gelegenheitsnutzer, der nur viermal im Jahr Cannabis tatsächlich konsumiert. Gibt es eine Spannbreite. Wir haben das, wie schon in der letzten Studie, diese Szenarien haben wir einfach übernommen. Ein sehr konservatives Szenario, wo wir sagen, selbst die Intensivnutzer sozusagen kiffen oder konsumieren Cannabis nicht täglich, sondern in Anführungszeichen nur an 240 Tagen im Jahr. Und die Gelegenheitskonsumenten machen das auch nur viermal im Jahr. Man kann dann auch andere Szenarien unterstellen. Wir haben nachher dieses Szenario unterstellt, das, was wir als für konservativ halten, wo also Gelegenheitskonsumenten achtmal im Jahr, regelmäßige Konsumenten immerhin zehnmal im Monat und Intensivnutzer eben fast täglich in dieser Gruppe. Da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede, aber wir müssen uns da eben irgendwie herantasten und mit Durchschnittswerten arbeiten. Was wir dann gemacht haben, haben gesagt, gut, dann haben wir die Mengen. Wir wissen sozusagen die Anteile in der Bevölkerung. Wir können dann ausrechnen, sozusagen das Ganze auf Gramm hochrechnen. Und wir sehen dann in dem Gesamtbedarf, in dem sehr konservativen Szenario, wo also selbst Intensivnutzer relativ sozusagen zurückhaltend sind, haben wir 140 Tonnen insgesamt, im konservativen Szenario 287 Tonnen und im nicht so konservativen 530 Tonnen. Das aber wiederum müssen wir auch nochmal angleichen, weil wir haben gesagt, na gut, 2018 ist 3 Jahre her, das Bevölkerungswachstum, das macht jetzt nicht viel aus, das war 0,13%, die schlagen wir mal drauf, da sehen Sie, die Zahlen ändern sich kaum. Es ist aber aus der Literatur bekannt, dass es bei einem Survey, wo es um illegale Substanzen geht, systematische Underreporting-Effekte gibt. Also selbst in anonymen Umfragen mögen die Leute nicht zugeben, dass sie illegale Substanzen verkonsumieren. Hier variiert die Literatur sehr stark, wie viel das ausmacht. Wir haben uns hier an der Studie von Light et al. Orientiert, die sagen, das sind ungefähr nochmal eine Größenordnung von, ja, wir haben sogar weniger gemacht. Die gehen von 20% aus. Sie sehen, wir haben hier nochmal ein bisschen mehr als 10% letztendlich draufgeschlagen. Auf das Underreporting und kommen dann zu einer höheren Zahl. Dann müssen wir noch berücksichtigen, dass ein Teil des Ganzen, ob man das will oder nicht, also man kann auch sagen, das ist ein Vollzugsdefizit, aber faktisch ist es natürlich so, auch 12- bis 17-Jährige konsumieren, auch wenn sie nicht systematisch erfasst werden. Dafür haben wir auch nochmal korrigiert. Hier haben wir die Annahme getroffen, dass die Hälfte in einer legalisierten Welt sich das letztendlich legales Cannabis auf illegalen Weg beschafft, um das mal so zu sagen. Das ist für den Finanzminister insofern dann noch interessant, weil es ja doch versteuert wird. Kann auch nebenbei sagen, ist auch verbraucherpolitisch gut, weil es immerhin dann kontrolliertes Cannabis ist, was nicht mit Schreckmitteln versetzt ist. Und wir gehen davon aus, dass es aber dennoch auch einen Rest gibt, der sich auf dem Schwarzmarkt weiter bedienen wird von den Jugendlichen durch Eigenanbau oder andere Quellen. Und dann gehen wir davon aus, dass es auch eine gewisse touristische Nachfrage gibt. Das ist natürlich die Frage, wie lange wird das anhalten. Hier haben wir die Werte genommen, die wir jetzt aus Colorado sehen. Da sind das so um die 10%, ein bisschen weniger, 9,1% haben die in Colorado an touristischer Nachfrage nach den jüngsten Zahlen und haben dann diesen angepassten Bedarf ermittelt. Der variiert dann zwischen 180 und 705 Tonnen, in unserem Szenario 377. Was wir uns dann auch noch zunutze gemacht haben,
Und das konnten wir eben auch noch nicht machen. 2018 ist das der französische Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen, also der Conseil d'Economie, der Analyse Ökonomik. Also das ist das Gegenpart zum deutschen Sachverständigenrat für Wirtschaftsfragen. Auch eine Studie gemacht hat und gesagt hat, wie ist denn das eigentlich in Frankreich? Was können wir da an Steuernahmen erwarten? Da muss man das wieder ein bisschen anpassen, weil in Frankreich die Prävalenzraten höher sind. Aber andererseits ist Frankreich ein kleineres Land. Es sind nur 60 Millionen Menschen statt 80 Millionen Menschen. Und wenn man dann sagt, wir nehmen jetzt mal die Konsumdaten, die die für Frankreich unterstellen, in den verschiedenen Konsumgruppen und übertragen die dann wiederum auf die deutschen Prävalenzdaten und rechnen das rum, dann kommen wir sozusagen nach dem französischen Modell, sag ich mal, nach deren Berechnung, eine auf Deutschland angepasste Rate von 393 Tonnen, die die erwarten, also so etwa in dem, also weniger der französische Sachverständigenrat unterstellt, dass in Frankreich 500 Tonnen verkonsumiert werden letztendlich, obwohl es kleiner ist, aber weil die Prävalenzraten höher sind in Frankreich. Und wenn man das anpasst, kommen wir dann auf die 393. Sagen, das ist also auch ungefähr in dem mittleren Szenario drin, ein bisschen mehr sogar noch. Wir haben dann auch noch gesagt, wir können das doch auch mal so machen und gucken uns die Daten aus Colorado an, gucken uns hier wiederum an, was ist denn, da ist der, die Prävalenzraten sind ganz unterschiedlich und auch der Anteil der Intensivkonsumenten ist viel höher, aber letztendlich kann man auch da wiederum sagen, jetzt nehmen wir sozusagen die Leute aus Colorado, da wissen wir, was der Versteuerte in Konsum insgesamt ist, weil da haben wir ja verlässliche Daten von der Regierung und sehen sozusagen die versteuerte Gesamtmenge ist letztendlich, sind da ungefähr diese 5 Tonnen sozusagen, wenn wir die jetzt umrechnen, wiederum rückwärts rechnen, sagen, da sind die Gelegenheitskonsumierenden, die regelmäßigen, die Intensivnutzer und dann das wieder so im Dreisatz quasi auf die deutsche Bevölkerung hochrechnen, wie das aussieht, dann kommen wir sogar auf 550 Tonnen oder 545 Tonnen. Vor diesem Hintergrund haben wir dann gesagt, okay, 545, das ist vielleicht doch ein bisschen viel. Wir waren eben bei einer Größenordnung, die französischen Daten 393, das deutsche mittlere Szenario 377, hier haben wir 545. Also es gibt da eben die verschiedenen Methoden, das zu approximieren. Wir haben gesagt, damit, also irgendwo dazwischen wird das liegen in Deutschland. Und wir haben dann gesagt, dann nehmen wir die 400 Tonnen. Das ist sehr weit an unseren ursprünglichen Zahlen, nicht die Colorado-Berechnungsmethode. Sagen wir mal, das halten wir für hinreichend verlässlich. So sind wir also dann auf die 400 Tonnen gekommen, die eben Olaf Scholz nicht für nicht kannte, und die wir natürlich auch nicht kennen, weil das eben eine Schätzung ist. Und anders als beim Tabak oder beim Bierkonsum, wir nicht so ähnlich verlässliche Daten über den Konsum haben, ja, weil es ja eben nicht besteuert wird. Das heißt also, haben wir gesagt, okay, dann haben wir die Tonnen, ist die Frage, wie viel Geld, wie viel Steuer können wir da draufschlagen? Dann haben wir gesagt, naja, der Schwarzmarktpreis, das ist natürlich ein Durchschnitt über Durchschnitte, muss man sagen. Der liegt bei ungefähr 10 Euro pro Gramm. Natürlich variiert das sehr stark. Ja, es gibt günstigeres Gras, es gibt teureres, es gibt Haschisch, was wiederum einen anderen Preis hat und so weiter. Man muss also sagen, das ist also quasi ein Durchschnitt über einen Durchschnitt, aber das ist so eine Hausnummer, die immer wieder genannt wird, die man auch immer wieder findet. 10 Euro pro Gramm ist ein Preis, der auch an einem legalen Markt wir für durchsetzbar halten, ja, wenn das Ziel ist, den Schwarzmarkt auszutrocknen. Jetzt können wir gucken, wie haben sich denn die Produktionskosten in Colorado entwickelt. Das ist ja das Land, was, also nochmal zurück, 2018 hatten wir noch sehr wenig Erfahrung aus Colorado. 2014 ist dort legalisiert worden. Die Zahlen werden aber immer erst doch später veröffentlicht. Also da konnten wir quasi auch nur auf Erfahrung von 3 Jahren zurückgreifen aus Colorado. Jetzt können wir schon aus Erfahrung von immerhin 7 Jahren oder 6 Jahren zurückgreifen. Wir haben gesehen, doch da haben sich ökonomisch sozusagen Effizienzen im Markt herausgeschält. Also die können mittlerweile deutlich günstiger das Ganze produzieren. Das hat auch in Colorado zum Preisverfall geführt, weil die eben keine Mengensteuer pro Stück haben, sondern eine Wertsteuer. Das heißt also 15%. Das führt dann da zum Preisverfall. Wir haben gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass die Produktionsbedingungen in Colorado mit noch einer kleinen Anpassung, weil die die Energiepreise ein bisschen höher sind in Deutschland. Allerdings, wenn man energieintensives Unternehmen ist und mehr als 16% der Kosten Energiekosten sind, kann man wieder von den Netzentgelten befreit werden und von der EEG-Umlage teilweise hat man auch wieder geringere Stromkosten. Wir machen eine kleine Anpassung, 4 Euro
als Vorsteuerpreis. Das ist also nicht nur die Produktionskosten des Anbaus, das ist quasi die Wertschöpfungskette. Da ist auch die Verarbeitung, Logistik und die Kosten des Einzelhandels letztendlich die Kosten drin. Das heißt, da wäre Luft für 6 Euro Steuern letztendlich im Cannabispreis. Und die haben wir dann aufgeteilt, haben gesagt, da kommt ja letztendlich eine Mehrwertsteuer drauf. 4,50 Euro könnte man dann als Cannabissteuer nehmen. Das ist sogar ein bisschen mehr, als die Grünen im Cannabiskontrollgesetz angesetzt haben. Da hatten sie 4 Euro angesetzt. Das heißt, wenn man am Anfang vorsichtig sein will, dann wären das nicht 1,8 Milliarden, dann wären das nur 1,6 Milliarden. Dann wären es halt 200 Millionen weniger letztendlich. Aber wir glauben sozusagen, wenn man auf 10 Euro kommen will, wären sogar 4,50 Euro drin. Darauf kommt die Mehrwertsteuer, also auf die 4 Euro Produktionskosten plus 4,50 Euro Cannabissteuer kommt nochmal 19% Mehrwertsteuer drauf. Das sind dann 646 Millionen Euro, die man noch verlangen kann. Und dann kommen noch andere Steuern. Das sind eher kleinere. Da muss man sich jetzt ein bisschen der Frage nähern, okay, wie viele verschiedene Arten von Gewerbe wird es denn geben in Deutschland, wenn das legal ist? Und hier haben wir gesagt, dann gucken wir uns doch mal den Markt aus Colorado an, nehmen an, was da konsumiert wird und sagen, die Produktionsbedingungen also sind in dem Sinne ähnlich. Wir haben keine bessere Vorstellung. Ja, wir sagen, in Colorado werden x Tonnen Cannabis sozusagen vertrieben, letztendlich in der gesamten Wertschöpfungskette, dann sieht man, es gibt so und so viele Einzelhandelsgeschäfte dafür, die das machen. Es gibt so und so viele Anbauer, es gibt so und so viel verarbeitendes Gewerbe und dann auch noch Transporteure und Versuchsanlagen, die haben wir jetzt nachher rausgelassen und haben gesagt, na gut, dann müssten wir damit rechnen, wenn man dann die 400 Tonnen über Deutschland verteilt, dass sich ungefähr 1135 Einzelhandelsgeschäfte entwickeln müssten, in denen das Ganze verkauft wird. 1290 Gärtnereien oder ähnliche, die das Ganze anbauen, verarbeitendes Gewerbe, auch noch ein paar Betriebe. Und dann können wir wiederum gucken, was sozusagen ist in einem solchen Fachhandel typischerweise der Profit, was ist beim, da gibt es aus dem Statistischen Bundesamt Anbauer von jährlichen Gemüsen. Ja, das ist das Beste, was so ähnlich ist, muss man sagen. Ja, was machen die typischerweise für Gewinne und kann dann eine Gewerbesteuer und eine Körperschaftssteuer ausrechnen. Da haben, wenn wir uns da ein bisschen vertan haben, Sie sehen insgesamt Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer sind insgesamt 85 Millionen. Das ist der kleinste Teil des Ganzen in den ganzen Steuereinnahmen. Dann gibt es natürlich Lohnsteuer. Also in Colorado sind das ungefähr 69 vollzeitäquivalente Arbeitsplätze pro Tonne. Also jede Tonne Cannabis schafft 69 Arbeitsplätze in dem Sinne oder legalisiert 69 Arbeitsplätze. In der Wertschöpfungskette, das haben wir jetzt noch ein bisschen aufgedröselt, dann tatsächlich, weil man im verschiedenen, im Einzelhandel andere Verdienstmöglichkeiten hat als im Anbau. Etwa haben geguckt, was sind da typische Löhne, die da gezahlt werden aus den deutschen Statistiken und können dann letztendlich ausrechnen, dass für 400 Tonnen wir 27.000 Arbeitsplätze in Deutschland hätten in verschiedenen Elementen der Wertschöpfungskette. Und dann können wir ausrechnen, sozusagen, dass da insgesamt ein Lohnsteueraufkommen von 280 Millionen nochmal drin wäre dadurch. Plus das Ganze auch noch als, da die ja in Teilen zumindest sozialversicherungspflichtig wären, nochmal 526 ungefähr Millionen Sozialversicherungsbeiträge. Das alles zusammen ist die Einnahmenseite. Dann kommt der zweite Teil. Da sind wir sozusagen, da haben wir, das ist sozusagen, das kann man nicht ganz so detailliert machen. Wir haben jetzt nochmal geguckt, sozusagen, es gibt verschiedene Statistiken über die Kosten der Polizei. Das sind sozusagen, da hat man, das ist dann die Frage, ob man sich über die registrierten Fälle sozusagen der Kostenverteilung bei der Polizei nähert oder über die aufgeklärten Fälle, wenn man die registrierten Fälle nimmt und sagt, 4,1% aller von der Polizei registrierten Fälle stehen im Zusammenhang mit Cannabis, die Polizeikosten insgesamt sind 25,9 Milliarden, dann kommen wir bei einer ähnlichen Zahl raus wie schon beim letzten Mal, 1,05 Milliarden. Wenn man ausgeht davon, dass man als Berechnungsgrundlage nicht die registrierten Fälle, sondern die aufgeklärten Fälle nimmt, dann sind das sogar mehr. Dann kommt man insgesamt sogar bei 1,6 Milliarden raus, die das wäre. Wir haben uns hier entschieden, lieber vorsichtig zu sein und nur die 1,05 Milliarden anzusetzen als die 1,7 Milliarden. Ich will da auch nicht falsch verstanden werden. Das sind natürlich keine Kosten, die
direkt, es wird ja kein Polizeiauto verkauft jetzt bei der Cannabis-Legalisierung oder eine Polizeidienststelle geschlossen, also wahrscheinlich jedenfalls nicht, und auch keine Polizisten entlassen. Hier ist natürlich der Hintergrund, die Überlegung, dass man sagt, die Polizisten werden dann andere Dinge tun, und wir gehen davon aus, dass diese dem Steuerzahler mal mindestens so viel wert sind, wie eben die Kosten der Polizei dementsprechend. Das mag im Einzelfall auch mal anders sein, ja, aber im Durchschnitt gehen wir davon aus, dass das so ist. Und von daher sozusagen ist das keine Kosteneinsparung, die man direkt sieht. Langfristig vielleicht schon, wenn man sagt, dann können wir auch mal ein paar weniger Leute einstellen. Kurzfristig wäre das aber trotzdem noch volkswirtschaftlich ein Wert, der dem entgegensteht, weil die dann in diesem Ausmaß Dinge tun können, die sinnvoll sind. Und dann, das ist ganz neu, ja, sind die Rechtsdurchsetzungskosten. Da waren wir in gewisser Weise sehr dankbar, dass die Grünen in allen Landtagen der Bundesrepublik in der letzten Legislaturperiode Anfragen gestellt haben zu den Kosten der Rechtsdurchsetzung wegen Cannabis-Straftaten. Die Antworten waren unterschiedlich gut und auch unterschiedlich gut verwendbar. In Bremen gab es eine Antwort, da haben wir uns aber schwer getan, damit die für den Rest von Deutschland verwenden zu können, weil Bremen ist ein Stadtstaat und der hat Besonderheiten und die Inzidenz von Cannabis-Delikten ist dort viel höher als in der Bundesrepublik als Ganzes, sodass wir ganz glücklich waren, dass auch Baden-Württemberg sehr ausführlich geantwortet hat. Und Baden-Württemberg hat dann eben sehr gut quantifiziert, was sind die Kosten in Baden-Württemberg für verschiedene Elemente, also für die Kosten der Staatsanwaltschaft und auch letztendlich die Kosten, die Hafttage, die Cannabis bezogen sind in verschiedenen Arten von Cannabis-Delikten. Und dann haben wir uns angeguckt, wie vergleichbar ist Baden-Württemberg zum Rest der Republik. Und werden viele sagen, gar nicht, das sind ja Schwaben. Aber in Bezug auf Cannabis stimmt das nicht. Ja, da ist das durchaus vergleichbar. Der sogenannte Repressionskoeffizient, also wie viele Straftaten werden aufgenommen, sozusagen pro 100.000 Einwohner, ist Baden-Württemberg ziemlich genau im Bundesdurchschnitt. Das wiederum, haben wir gesagt, ist dann doch gut. Ja, das macht uns hoffnungsfroh, dass wir das hochskalieren können und die baden-württembergischen Daten letztendlich auf Deutschland hochrechnen können. Also Baden-Württemberg jetzt muss ich es umgekehrt rechnen. Also man muss die Daten aus Baden-Württemberg quasi mit dem Faktor 7,5 multiplizieren, ja, damit man sozusagen von der baden-württembergischen Bevölkerung die 11,x Millionen, die dort leben, auf die 80 Millionen Bundesbürger kommt. Und haben gesagt, dann können wir letztendlich die Daten aus Baden-Württemberg nehmen und die hochrechnen. Das sind insgesamt gar nicht so viel zusätzliche Kosten. Hier unten steht, die Gerichtskosten sind 270 Millionen. Die Justizvollzugskosten sind nur, man kann zum Glück, 41 Millionen. Aber es ist natürlich so, die meisten, die wegen des Betäubungsmittelgesetzes einsitzen, die letztendlich in Haft genommen werden, sind dann doch nicht cannabisbezogene Delikte, sondern Cannabis und andere Delikte oder nur andere Delikte, sodass das vielleicht ein relativ kleiner Posten nur ist, aber auch. Und das Ganze nochmal, das führt uns also zu den 4,7 Milliarden. Wir glauben, das ist eine verlässliche Zahl. Die Empfehlung ist also vielleicht auch nochmal in Richtung Koalitionsverhandlungen. Ich weiß nicht, wie weit die Damen und Herren sind. Wir glauben, wir haben jetzt viele Erfahrungen. Wir können sagen, man muss nicht aus eigenen Fehlern lernen, sollte man auch. Aber wir können auch gucken, was in Kanada und den 18 US-Bundesstaaten passiert ist. Wir brauchen jetzt keine Experimente mehr. Wir sehen, dass in den anderen Staaten das tatsächlich nicht so die negativen Konsequenzen sich eingestellt hat, die man befürchtet hat. Von daher ist das eine Gelegenheit? Der Staat braucht Geld. Die Parteien sind sich nicht ganz einig, woher es kommen soll. Herr Wurz hat schon gesagt, hier ist eine Steuer, der alle zustimmen würden. Selbst die FDP würde freudig der Cannabis-Steuer zustimmen. Also von daher eine gute Gelegenheit, das Ganze umzusetzen und die Politik grundlegend zu ändern. Ich glaube, das Geld kann man sehr viel besser für andere Dinge einsetzen, als das heute dem Schwarzmarkt zu überlassen. Damit will ich die Präsentation beenden. Ich würde die Freigabe dann auch beenden, dann können wir uns wieder sehen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Die Präsentation stellen wir Ihnen im Nachgang auch noch zur Verfügung, wenn Interesse besteht.
Marc, du übernimmst das Ruder wieder, ja? Ja, so, Mikrofon ist auch wieder an, dann hört man mich auch. Danke, Justus. Noch der Hinweis, dass während Justus Haukapp gesprochen hat, bei uns auf der Webseite unter www.dice.hhu.de die Studie und die Pressemitteilung live geschaltet wurde, also frei zum Download steht, und die Präsentation machen wir im Anschluss noch drauf. Ja, jetzt würde ich sagen, öffne mal für Fragen. Ich habe es schon gesagt, bitte einfach die digitale Hand heben. Das bleibt auch markiert und dann rufe ich einigermaßen die Reihenfolge einzuhalten und aufzurufen. Ja, sehe ich. Herr Gann. Ja, hallo, Florian Gann von der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Ich wollte fragen, ob man bei dieser Berechnung nicht auch einrechnen müsste, dass man vielleicht auch mehr Ausgaben für Präventions- und Gesundheitsangebote machen muss. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich will das in zwei Teilen bearbeiten. Also erstens ist es natürlich bei einer Steuer so, dass der Staat frei entscheiden darf, sozusagen, wofür er das Geld ausgibt. Gleichwohl halte ich das für richtig, dass gerade zu Beginn der Legalisierung das sehr intensiv begleitet wird durch eine Informations- und Aufklärungskampagne, dass die Legalisierung nicht deswegen stattfindet, weil man glaubt, das Ganze wäre doch viel harmloser, als man erwartet hat, sondern deswegen stattfindet, weil man damit den Markt in legale Bahnen lenken will und wieder die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen will, gerade weil es ein Gesundheitsrisiko birgt. Also von daher richtig, wie viel der Staat dann dafür ausgeben möchte, das ist natürlich sozusagen im Haushaltsprozess eine separate Entscheidung in gewisser Weise, wofür er sein Geld verwendet. Aber ich halte das für richtig. Wie viel der für dann sozusagen, also von daher kann er mit dem Geld, mit den 4,7 Milliarden, wäre ich sehr dafür, einen Teil dafür auszugeben für Präventionsmaßnahmen, auf jeden Fall. Der zweite Punkt, der auch noch manchmal kommt: Wir haben in der Studie nicht kalkuliert, welche Einnahmen aus Lizenzgebühren möglich wären, weil wir stellen uns vor, ein Markt, in dem alle Teile der Wertschöpfungskette lizenziert werden, also nicht das holländische Modell, sondern eine konsequente Legalisierung aller Wertschöpfungsstufen mit Lizenzerteilung auf allen Wertschöpfungsstufen. Und ich würde erwarten, dass diese Lizenzgebühr dann von den entsprechenden Unternehmen zu tragen ist und aus dieser Lizenzgebühr optimalerweise auch die Kontrollkosten zu finanzieren wären, da natürlich auch die Einhaltung der Lizenzbedingungen zu kontrollieren ist. Also man da quasi ein System hat, wo man sagt, die Lizenzgebühren werden sinnvoll eingesetzt, um die Überprüfung der Lizenzierungsbedingungen letztendlich die Einhaltung zu überprüfen und sozusagen wir deswegen die Einnahmen aus Lizenzgebühren nicht eingerechnet haben, weil da denen entsprechend die Ausgaben für die Überprüfung entgegenstehen würden und das idealerweise ein sich selbst tragendes System wäre. Vielen Dank. Wenn die Frage beantwortet ist, dann, ah ja, ja genau, wenn die Frage beantwortet ist, bitte die Hand runternehmen, falls nämlich nochmal eine neue Frage aufkommt, dann kann ich das nicht mehr unterscheiden. Danke. So, Herr Köthner ist der Nächste. Erstmal vielen Dank für den Beitrag. Ich habe so ein paar Fragen. Also eine hast du, glaube ich, gerade beantwortet, weil es natürlich auch Kosten für die Qualitätskontrollen geben muss. Das wäre dann, so richtig verstanden, eher mit den Lizenzgebühren gegenverrechenbar. Aber dann habe ich, also ich will das nicht überreizen, aber ein paar Fragen noch. Ja, warum nur Cannabis aus Deutschland? Also wenn ich meinen Rum trinke, dann will ich den auch aus Kuba kriegen oder weiß ich was. Ich weiß, dass das solche Studien überreizt. Aber nur Cannabis aus Deutschland, ich will es nicht schlecht reden, aber da finde ich auch eine Unschärfe letztlich drin. Eigentlich wollen wir ja den freien Handel an der Stelle auch haben. Dann war eine zweite Sache, die mir einfiel. Ihr habt jetzt mit der Altersgrenze 59 aufgehört, war mir auch plausibel, indem ihr es dargestellt habt.
Aber ich glaube, gerade Cannabis im Alter wird auch zunehmen oder da wird die Ehrlichkeit zunehmen. Wenn ich mir sehe, wie Cannabis in Altenheimen in Israel eingesetzt wird, gibt es da viel Potenzial, auch wenn das jetzt vielleicht unter Cannabis als Medizin fällt. Und dann war noch, dass ich letztens eine Studie aus Kanada mehr gelesen habe, wo die sagten, es hat bis zu 3 Jahre gedauert, bis der legale Markt den illegalen Markt leicht überholt hat. Ja, damit will ich erstmal aufhören. Sonst hätte ich noch ein paar Fragen, aber wird sich sicher überreizen. Das sind alles sehr gute Fragen. Das erste Cannabis aus Deutschland haben wir genommen, weil das wir momentan uns nicht anders vorstellen, nicht weil das wir wünschen sozusagen, sondern wir glauben, dass das die Realität in dem Sinne sein wird, dass man den internationalen Handel nicht beginnen wird. Das mag mittelfristig eine Perspektive sein. Die Cannabis-Konsumsteuer und auch die Mehrwertsteuern, die fallen natürlich vor Ort an. Dafür ist es egal, ob das Ganze importiert wird oder ich will jetzt nicht im Verdacht stehen, hier Wirtschaftspolitik für den Niederrhein zu machen, ja, aber das wäre vielleicht ein Anbaugebiet, was sich anbietet. Also von daher ist das sozusagen dann richtig, dass ein Teil der Körperschaftssteuer und der Lohnsteuer möglicherweise nicht in Deutschland anfängt. Man muss aber auch bedenken, dass der größte Teil der Jobs wiederum in den Shops geschaffen wird und nicht im Anbau. Also von daher ist das richtig, durch Importe wird da ein bisschen weniger anfallen, aber das sind keine Rieseneffekte und wir haben das erstmal weggelassen, weil wir gesagt haben, am Anfang wird das eh keine Realität sein, dass wir importieren. Ja, im Alter, Entschuldigung, das habe ich schlecht dargestellt. Wir haben die sozusagen die Prävalenzdaten für die Darstellung zurückgerechnet. In der Berechnung dann der Konsummengen haben wir die 60- bis 64-Jährigen mit aufgenommen, weil wir die Prävalenzdaten haben. Die über 64-Jährigen, damit gesagt, das ist zumindest momentan auch anhand der Prävalenzdaten der 60- bis 64-Jährigen eine kleine Menge. Wahrscheinlich, die lassen wir jetzt mal weg. Ob das immer so bleiben wird, das wird man sehen, aber wir haben das für vertretbar gehalten, nicht weil, um diese Menschen nicht zu würdigen, sondern wir sagten, das wird steuerlich kein ganz großer Effekt sein, der da auftritt in dieser Kohorte, zumindest momentan nicht. Wenn es dann mehr sind, dann wird der Finanzminister oder die Finanzministerin, wie auch immer sie heißen, dann mögen sich ja gegebenenfalls freuen. Jetzt war noch die dritte Frage. Jetzt habe ich mir die Notiz nicht gerade gemacht. Was war nochmal die dritte Frage? Ich glaube, das war's erstmal. Ich hätte Okay. grundsätzlich, ist natürlich eine Frage der Modelle. Ne? Also das werden wir als Akzept jetzt immer wieder, wie ist denn das Modell? Lizenzierte Fachgeschäfte für über 18-Jährige oder. Genau, das ist, was uns im Hintergrund vorschwebt, sozusagen. Wir haben jetzt hier sozusagen ganz bewusst gesagt, wir konzentrieren uns rein auf die fiskalischen Effekte, sozusagen. Wir wollen gar nicht hier, also wir sind schon beide auch davon überzeugt, dass die Vorzüge der Legalisierung größer sind als die etwaigen Nachteile. Aber wir haben gesagt, das soll gar nicht so sehr Gegenstand machen. Was ich im Hintergrund natürlich im Hintergrund für ein Modell haben, ist tatsächlich eins nach eher, sag mal, eher vielleicht nach dem Colorado-Beispiel als in Kanada ist das ja in verschiedenen Provinzen auch wieder unterschiedlich, muss man sich angucken, wie das gehandhabt wird. Und eine Lehre, die man vielleicht ziehen kann, ist, dass es wichtig ist, das darf nicht zu teuer sein und es muss verfügbar sein in den legalen Geschäften. Also wenn das nächste Cannabis-Shop 30 Kilometer entfernt ist, dann wird man den Schwarzmarkt nicht austrocknen können. Also das zeigt auch eine Erfahrung. Von daher, da können wir jetzt nochmal politisch reden. Ich bin durchaus auch offen für eine Komplementierung der Cannabis-Versorgung durch Apotheken, wenn das im ländlichen Bereich sich die Shops möglicherweise auch nicht lohnen werden. Ja, aber das haben wir sozusagen in diese ganzen Detailtiefe der einzelnen, sozusagen, da sind wir dann sozusagen, haben wir gesagt, das soll nicht der Fokus hier sein, letztendlich. Okay, die nächste Frage kommt von Clemens Horn. Bin ich zu hören? Ja. Okay, sehr gut. Vielen Dank, Herr Hauke, für diese aktualisierten Zahlen. Das ist, nachdem ich schon bei der Cannabis-Normalkonferenz damals dabei sein durfte, ist natürlich ein riesiger Markup, der da passiert ist. Wahnsinn, wie viel hier tatsächlich jährlich eigentlich verbrannt wird. Und es hieß gerade, die Studie wäre nicht nur auf handverband.de veröffentlicht, sondern auch auf der Seite des DICE-Instituts direkt.
was für viele, die nicht gerade pro Legalisierung sind, vermutlich dann auch der seriösere Link wäre zum Verschicken. Ich habe da allerdings in der Kategorie Publikationen und Pressemitteilungen das gerade noch nicht gefunden. Ist das schon online? Das ist online. Müsste direkt auf der Startseite auch auffindbar sein. www.weiß.hhu.de. Wir sind ja hier serviceorientiert. Bitte gucken Sie mal in den Chat. Das ist natürlich jetzt eine sehr gute Variante. Ah, okay, vielen Dank. Und dann hätte ich noch eine kurze Bitte, nämlich wir haben gerade vom Deutschen Hanfverband München schon einen Sharepeak mit diesen 4,7 Milliarden Euro getwittert. Wenn Sie das retweeten möchten, dann wäre das sehr schön. Dankeschön. Da sind wir serviceorientiert. Okay, dann nächste Frage. Herr Wurt hat auch eine Frage. Ich habe Antworten. Ich bin auch ja. Teil der Pressekonferenz gut. Sozusagen. Sie dürfen einfach reinmischen. Okay, ja dann. Zur ersten Frage von dem Journalisten aus Stuttgart. Der hat ja gesagt, man müsste nach der Legalisierung auch mehr für Prävention ausgeben. Da würde ich gerne nochmal ansetzen, weil man das nicht muss tatsächlich. Ja, das impliziert wieder, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, dass der Konsum zunimmt nach der Legalisierung und dass man mehr problematische Fälle hat, denen man begegnen muss. Das ist nicht der Fall, möchte ich nochmal betonen. Ja, das ist immer wieder der Punkt, auf den alles zurückkommt. Es gibt keinerlei Daten, dass der problematische Konsum bei Jugendlichen in Kanada, in den USA und so weiter zunimmt. Und es gibt keinerlei wissenschaftlichen Nachweis dafür, dass die Repression in Deutschland den Konsum in diesen Gruppen senkt. Das heißt, die Legalisierung führt nicht zu einem erhöhten Bedarf an Prävention und Behandlung. Wir sollten das aber tun, ja, so oder so. Mehr Prävention, das ist viel sinnvoller und viel effektiver, wenn es darum geht, den problematischen Konsum zu senken, als Polizeiarbeit. Und wir haben dann eben durch die Legalisierung, durch die zusätzlichen Finanzen, die wir dann haben, die Möglichkeit, mehr Geld auszugeben für Prävention und Behandlung und sinnvoller mit dem Phänomen Drogenkonsum umzugehen, als eben Prohibition das tut. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Und bei den Importen kurz zustimmen. Ja, ich sehe das auch so. Ich werbe auch immer dafür, die traditionellen Anbauländer nicht zu vergessen. Marokko, Libanon, Nepal, wie sie alle heißen. Nur, dass im Moment natürlich da keine Legalisierung stattgefunden hat bisher. Ja, und ich gehe davon aus, die werden kommen. Sobald irgendwie internationalen Markt entsteht, werden die sagen, okay, warum sollen wir jetzt hier als traditionelle Anbauländer weiter unsere Bauern verfolgen, wenn die Industrieländer auf einmal alle legalisieren? Das ist ja auch eine Frage der weltweiten Gerechtigkeit letztendlich. Internationale Handelsbeziehungen, da geht es letztendlich darum, was im Moment passiert, ja, dass die Industrieländer, die legalisieren, Umsatz an sich ziehen, aus den Entwicklungsländern raus, wo der Anbau derzeit stattfindet. Wenn eben so eine Insellösung nur gemacht wird und der komplette Bedarf zu Hause angebaut wird. Von daher gehe ich davon aus, dass das mittelfristig solche Handelsbeziehungen entstehen werden, weniger in Deutschland produziert wird, mehr importiert wird. Aber im Moment sind ja auch die internationalen Rechtsrahmensbedingungen dafür gar nicht gegeben. Wir haben zwar internationalen Handel von Cannabis als Medizin, das ist ja auch entsprechend geregelt und legal, aber eben nicht für das Rauschmittel Cannabis. Ja, da wird es auch auf internationaler Ebene vermutlich noch rechtliche Klarstellungen geben müssen, bevor es überhaupt da irgendwelche Handelsbeziehungen gibt. Also da können wir ein paar Jahre können wir schon davon ausgehen, dass Haukap da quasi aktuell ist mit seinen Annahmen. Dann Herr Guggemus. Ja, hallo. Erstmal danke für die interessante Präsentation. Ich habe eine rein formale Frage. Ich bin mir sehr sicher, dass es so ist, aber da ich es nirgends explizit gelesen habe, frage ich lieber nochmal, das sind alles Zahlen pro Jahr. Ja, genau. Pro Jahr. Das war's. Gut, dann Herr Breuer. Christian Breuer. Ja, hallo, ich kann mein Video nicht einschalten. Vielen Dank für die Präsentation. Das ist sehr spannend, auch glaube ich für die Sondierungen, die Ampel-Koalitionsverhandlungen. Wir brauchen ja Geld und wollen keine Steuern erhöhen. Die Rechnung scheint mir, gegeben die Unsicherheit, die auch transparent gemacht worden ist, sehr sinnvoll zu sein. Aus meiner Erfahrung aus der Steuerschätzung ist das genauso, muss man das glaube ich machen, mit all den Detaileffekten. Was mir noch auffällt,
ist, dass es ja trotzdem immer nicht gemacht wird. Das heißt, in der ganzen Kosten-Nutzen-Analyse scheint irgendetwas zu fehlen. Da wurde von ideologischen Effekten gesprochen, was mir aber vielleicht noch ein blinder Fleck zu sein scheint. Aber Sie hatten sich auf die fiskalischen Effekte ja konzentriert, sind die Gesundheitseffekte. Kann es sein, dass diese Ideologie so aus verschiedenen Annahmen über Gesundheitseffekte getrieben wird? Kann man dazu etwas sagen? Daraus mögen ja auch fiskalische Effekte entstehen, dass es Folgen für physische oder psychische Gesundheit hat, die können ja positiv oder negativ sein, aber man sollte sie vielleicht in netto, aber man sollte sie vielleicht einmal angesprochen haben. Genau, ich glaube, Herr Wurth hat da sicherlich auch noch was zu sagen, aber ich will mal anfangen. Das ist richtig, dass durch Cannabiskonsum Gesundheitskosten entstehen. Was wir ja aber wissen wollen, ist, welche Effekte entstehen durch die Legalisierung. Also Christian Breuer kenne ich ja, Chefredakteur vom Wirtschaftsdienst, also auch Volkswirt. Da kann ich das Wort Difference in Difference auch zuwerfen. Wir müssen ja uns angucken, welche nicht steigt oder sinkt der Cannabiskonsum, sondern steigt oder sinkt der Cannabiskonsum im Vergleich zu Staaten, die nicht legal sind. Also eine einfache Vorher-Nachher-Analyse, die führt uns völlig in die Irre, weil die uns ja nicht sagt, was wäre denn passiert, wenn wir nicht legalisiert hätten. Und da sehen wir eben in den USA ganz interessant, der Cannabiskonsum, ja, der steigt, auch bei uns steigt er weiter, aber er steigt nicht stärker in den oder nur ein ganz bisschen stärker als in den Staaten, die nicht legalisiert haben. Und da muss man nochmal gucken, in welchen demografischen Gruppen steigt er denn tatsächlich. Und da zeigt sich, es sind dann eher die älteren Gelegenheitskonsumenten, die vielleicht früher in Berlin keine Lust haben, in Görlitzer Park zu gehen, sag ich mal so, die dann doch in den Shop gehen. Aber das sind nicht unbedingt die jugendlichen Intensivkonsumenten. Da ist es eben eher positiv tatsächlich. Also positiv im Sinne von, das steigt nicht weiter an. Da sind die Erfahrungen gut. Jetzt ist die Gesundheitskosten, wenn man dann sagt, möglicherweise, nehmen wir mal an, selbst wenn es zu mehr Psychosen oder ähnlichen Behandlungen mit Cannabisbezug käme, sozusagen, wäre dann immer noch entgegenzurechnen, wie viele Gesundheitskosten sparen wir denn dadurch, dass die Qualität der Ware steigt und eben der Konsum mit Streckmitteln nicht mehr stattfindet. Jetzt gibt es leider keine Kodierung im Gesundheitssystem, weder in den USA noch in Deutschland. Behandlung aufgrund verunreinigtem Cannabis, ja, also von Streckmitteln verschiedener Art. Das wäre natürlich sehr schön, wenn wir das wissen würden, aber da tappen wir im Dunkeln, muss ich sagen. Wir wissen, dass es das gibt, wir wissen aber nicht, welche Kosten das im Gesundheitssystem letztendlich ausmacht. Also von daher haben wir gesagt, das muss man vielleicht erwähnen, aber wir können, also wir haben gesagt, wenn wir das jetzt quantifizieren, dann bin ich gern bereit, eine Prognose über 2050 zu machen, weil dann lebe ich nicht mehr, aber nicht über frühere Zeiträume. Vielen Dank, das erklärt einiges. Ja, das stimmt. Es ist eine statische Analyse, was die Legalisierung betrifft und natürlich die dynamischen Effekte, die sich daraus ergeben, dass dann mehr oder weniger konsumiert würde, was dann irgendwelche Folgeeffekte hätte, die sind nicht, glaube ich, nicht, das ist nicht die Intention, die abzudecken. So verstehe ich das. Das macht ja, weil wir sehen ja, eine Dynamik gibt es eben auch bei der Prohibition, ja, in verschiedene Richtungen. Die ist nicht alleine Effekt der Legalisierung, sondern wir sehen auch in US-Bundesstaaten, die nicht legalisiert sind, auch in Deutschland sehen wir ja in dem Fall. Sie haben ja gesehen, mittlerweile haben wir eine Prävalenzrate, die ist noch nicht doppelt so hoch, die 12-Monats-Prävalenz wie vor 20 Jahren, aber wir kommen da langsam hin. Und das trotz Prohibition. Das ist sogar ein stärkerer Anstieg als in Kanada nach der Legalisierung. Ja, ich war jetzt auch nochmal überrascht, die Zahlen zu sehen, so ganz aktuell, wie die hochgegangen sind, zeigt einmal mehr, dass Prohibition keinen Einfluss hat auf das ganze Geschehen. Ich würde nochmal betonen wollen, diese Auswirkungen der gestreckten Ware, die derzeit auf dem Markt unterwegs ist, wenn man von den Gesundheitskosten spricht. Ich gehe nicht davon aus, dass der Konsum ansteigt, dass dadurch mehr Behandlungskosten nötig werden, als derzeit ist, habe ich eben schon mal ausgeführt. Aber an dem Punkt ist tatsächlich so, dass ich davon ausgehe, dass weniger Behandlungskosten anfallen, weil dieses ganze gestreckte Zeug auf dem Markt sicherlich irgendwie aufschlägt im Gesundheitssystem, ohne erkannt zu werden. Da werden Pestizide mitgeraucht, da werden Kunststoff wird da mitgeraucht.
Wir hatten mal diese Vergiftungswelle, wo das mal aufgefallen ist, in Leipzig mit Blei 2007, wo über 100 Leute mit einer Bleivergiftung auf einmal unterwegs waren. Da ist mal sichtbar geworden. Das ganze andere Zeug, was da konsumiert wird, wird ja da nicht subsumiert als Folge von gestreckter Ware, als Schwarzmarkt- und Prohibitionsfolge, sondern die Leute sind einfach krank beim Arzt. Das Gleiche gilt letztendlich auch für diese ganzen synthetischen Cannabinoide, die zunehmend auf dem illegalen Markt unterwegs sind. Ja, also das scheint wirklich ein erhebliches Problem zu sein, ein erheblicher Marktanteil mittlerweile. Das Zeug ist sogar potenziell tödlich im Vergleich zu natürlichem Cannabis, aber auch psychisch mit viel stärkeren Auswirkungen verbunden. Da gibt es ja tatsächlich auch Daten scheinbar, dass mehr Leute, Cannabiskonsumenten mit psychischen Problemen derzeit in der Behandlung aufschlagen. Und ich behaupte, dass das zum großen Teil auf synthetische Cannabinoide zurückzuführen ist. Es gibt keine andere Erklärung eigentlich dafür. Und diese Kosten würden reduziert werden nach Legalisierung. Thema Führerschein würde ich vielleicht gleich noch hinterherwerfen, weil das eigentlich das gleiche Argument ist, was von der Polizei immer kommt, dass nach der Legalisierung ja mehr Geld ausgegeben werden muss zur Überwachung des Straßenverkehrs, damit Leute nicht bekifft fahren. Ist im Grunde dasselbe Argument letztendlich. Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, warum Leute eher berauscht sich in ein Auto setzen sollten, weil sie ihr Cannabis, das sie konsumiert haben, legal gekauft haben in einem Laden, anstatt beim Dealer. Ja, warum sollte dieser Unterschied mehr bekiffte Fahrten animieren? Ja, da gibt es keinen nachvollziehbaren Grund für, warum das so sein sollte. Letzter Punkt, einen Konsumanstieg nach Legalisierung, habe ich jetzt mehrfach gesagt, gibt es nicht bei den Risikogruppen, nicht bei Jugendlichen, die zum Beispiel eben Kosten dann verursachen, weil sie wirklich Abhängigkeitsprobleme entwickeln. Es gibt einen gewissen Anstieg bei Älteren, 40, 50 aufwärts, die bisher die Griffnähe nicht so hatten, die eher von Prohibition sich haben beeindrucken lassen und dann mal in so einen schicken Laden gehen, wenn es legal ist und irgendwie einladen oder so. Aber die entwickeln erstens kein Problem und zweitens trinken die weniger Alkohol. Das ist eben statistisch auch messbar, dass der Alkoholkonsum gleichzeitig sinkt bei diesen Leuten und der hat letztendlich ja noch viel größere Kosten im Gesundheitssystem zur Folge als Cannabis. Von daher ist das auf jeden Fall volkswirtschaftlich dann auch bei den älteren Generationen, wo vielleicht ein gewisser Wechsel stattfindet, kein Problem. Man hört Sie nicht. Max, redest du oder? So, jetzt habe ich auf das Mikrofon wieder an. Entschuldigung, ich sehe drei gehobene Hände. Einmal Herrn Horn, der wahrscheinlich noch die Hand von vorher oben hat, und Herr Köthner und Herr Thomas. Ich würde jetzt, Herr Köthner war schon, da nehme ich gleich nochmal dran, dann würde ich jetzt Herrn Thomas mal den Vortritt lassen. Hallo, guten Tag, Fabian Thomas von der SZ. Vielen Dank für die Präsentation. Herr Haukapp, ich hätte noch eine Frage an Sie. Das ist nicht direkt, betrifft jetzt nicht direkt die Studie, aber wie stehen Sie denn zur Legalisierung weiterer Drogen, wie zum Beispiel Kokain? Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das aus meiner Sicht langfristig sinnvoll, muss ich zugeben. Ich ich finde es sehr interessant, dass in Oregon, es ist jetzt nicht der Hort der Progressivität unbedingt, hätte man gedacht, auch der Welt, aber sämtlicher Drogenkonsum entkriminalisiert worden ist mittlerweile. Das wäre sicherlich ein erster Schritt und mittelfristig würde ich denken, sollte man ernsthaft darüber nachdenken, ob man auch das legalisiert. Gerade im Kokainbereich haben wir ja auch höhere Prävalenzzahlen, die steigen deutlich an. Also auch der Markt entgleitet dem Staat. Cannabis ist aus meiner Sicht allerdings noch wichtiger in gewisser Weise, weil Cannabis im den Markt, den kann man gar nicht kontrollieren in gewisser Weise, weil jeder das zu Hause anbauen kann. Das wissen wir ja, seit Cem Özdemir seinen Balkon fotografiert hat. Kokain ist ein bisschen schwieriger zu Hause herzustellen, sag ich mal so. Also da kann man immerhin noch die Idee haben, dass man das kontrollieren kann über die Importketten. Das gelingt natürlich nicht gut, haben wir gesehen. Also langfristig wäre ich da, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Unter den Ökonomen gibt es ja Monetaristen und Keynesianer, aber es gibt diesen schönen Appell, der von Milton Friedman, also dem neoliberalsten Ökonomen, die man sich vorstellen kann, bis zu George Akerlof, also der eher den linken Ökonomen zugerechnet wird, die gesagt haben, also eigentlich brauchen wir eine komplette Drogenlegalisierung. Ja, und ich sehe auch hier die Vorteile.
das ist politisch natürlich unrealistisch, würde ich denken. Und ist auch vielleicht aktuell nicht ganz so wichtig, sag ich mal, wie Cannabis. Vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber realistisch ist es bei Cannabis. So machen wir uns nichts vor. Sofern die Frage beantwortet ist, würde ich... Beantwortet oder Herr Thomas? Vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Rechnen Sie denn auch damit, wie bei Cannabis, dass es bei anderen Drogen nicht zu einem Anstieg kommen würde? Weil Sie haben ja selber gesagt, man kann sich Cannabis selbst gut anbauen. Bei Kokain ist das nicht der Fall. Das Dilemma ist, sag ich mal so, wir haben da wenig Erfahrung, weil es gibt Staaten, in denen das entkriminalisiert ist. Wenn ich das richtig sehe, sozusagen, auch wenn ich das nicht in der Detailtiefe bisher studiert habe, das war vielleicht der Georg Wurth besser, auch wenn das ja streng genommen nicht Thema des Handverbandes ist. Sind die Erfahrungen zumindest aus Portugal positiv. Aus Oregon, die Erfahrungen, würde ich sagen, sind zu jung. Das ist ja erst im letzten Jahr passiert. Da wird es noch keine vernünftige Evaluation geben. Und ich kenne keinen Markt, aber vielleicht mögen mich andere kontrollieren, wo das komplett legal ist momentan. Also von daher, man kann da leicht eine Meinung zu entwickeln, sage ich mal so, weil als Ökonom ist man ja doch immer ganz dankbar, wenn es Daten gibt. Und die gibt es hier leider in dem Ausmaß noch nicht, weil mir zumindest kein legaler Markt bekannt ist. Gut, dann sage ich dazu noch kurz, ich bin ja auch Mitglied im Schildower Kreis und Akzept e.V., nimm mal eben kurz die DHV-Kappe ab. Da bei anderen Drogen ist tatsächlich die Vermutung, dass der Konsum steigen könnte, naheliegender als bei Cannabis, weil Cannabis eine riesige Verbreitung hat in der Bevölkerung. Wenn man sich jetzt die Gruppe anguckt, ab 23 habe ich eine Mehrheit der Leute, 23 bis 25, so diese Altersspanne, die Erfahrung mit Cannabis haben, die irgendwann in ihrem Leben Cannabis konsumiert haben, eine Mehrheit. Und entsprechend groß ist eben auch die aktuelle Verbreitung, sodass jeder in dem Alter, Jugendliche ab meinetwegen 14, 15, Cannabis besorgen kann. Man hört von vielen, dass sogar einfacher ist, als sich Alkohol zu besorgen, weil eben da die Altersgrenze ist und es gibt keinen Alkoholschwarzmarkt in dem Sinne. Muss man halt jemand Älteres fragen, da ist ein bisschen mehr Aufwand. Aber an Cannabis ranzukommen, ist kein Problem. Und es gibt ja mehrere begrenzende Faktoren, die zumindest so gewollt sind durch Prohibition, gewünscht sind. Und das eine ist eben die Angebotsverknappung. Und bei Kokain zum Beispiel, bei einer viel geringeren Prävalenz an Leuten, ist die eher gegeben, weil man eben nicht unbedingt jemanden kennt als Durchschnittsbürger, der Kokainkonsument ist und der einmal eben was mit abgeben kann oder so. Zumindest der Effekt wird sich wahrscheinlich irgendwie bemerkbar machen. Da gibt es dann auch eine Menge andere Argumente, warum das trotzdem gemacht werden sollte, die vielleicht eher nicht so sehr mit der Konsumverbreitung zu tun haben. Ja, da gibt es ja auch noch andere Fragen, die da eine Rolle spielen. Eben zum Beispiel die Förderung organisierter Kriminalität ist bei Kokain besonders offensichtlich, aber eben auch Bürgerrechtsfragen, Grundrechtsfragen und so weiter. Gut, dann würde ich Herrn Köthner nochmal dran nehmen. Ja, vielen Dank. Also das kenne ich nicht alles, deswegen will ich meinen Hintergrund kurz sagen. Ich bin Suchttherapeut, leite eine Drogenhilfeeinrichtung in Hamburg mit Drogenkonsumraum. Also bei uns dürfen Leute Heroin, Kokain, Crack und sowas konsumieren. Nur als Hintergrund, ich bin Suchttherapeut und möchte zu den Gesundheitsgefahren noch ergänzen, was zu den Streckmitteln gesagt wurde. Ist ja, das war ja immer das hochpotente Gras, jetzt in ein Spiel gebracht wird, dass ja da CBD auch nochmal eine Rolle spielt als Antagonist von THC und man auch beim legalen Markt da eben einen Einfluss hat, wie viel CBD-Gehalt das hat oder dass es eben unterschiedliche Margen gibt. Ähnlich wie es bei Alkohol, Bier und Schnaps gibt, gibt es das auch bei Cannabis und da kann man viel besser steuern. Die zweite Frage war ja, oder ich würde einen Satz noch sagen zur Legalisierung aller Drogen. Das macht grundsätzlich schon Sinn aus unserer Warte, weil die Prohibition ein systemischer Fehler ist. Und auch in der Abhängigkeit von harten, sogenannten harten Drogen es keinen Sinn macht und da die Kollateralschäden der Prohibition viel, viel höher sind. Bei Opioiden, also Heroin, es sind ja nur leichte Schwankungen im Reinheitsgrad, können Todesfälle verursachen. Damit haben wir hier tagtäglich zu tun. Der Markt ist im Moment überschwemmt mit Kokain, ob wir es wollen oder nicht.
Das Kokain ist da, es wird konsumiert, aber wir haben keinen Einfluss auf die Kontrolle, keine Qualitätskontrolle, keinen Verbraucherschutz. Und das Ganze drumherum, die Kriminalisierung, die Illegalität, schadet mehr, als sie nützt. Auch aus suchttherapeutischer Perspektive. So, das würde ich gerne noch mal ergänzen. Also jetzt natürlich steht die Cannabis-Legalisierung an, weil das das einzig Realistische ist. Aber es könnte auch eine Blaupause dafür sein, wie wir das dann demnächst mit den anderen Drogen machen. Aus der praktischen Arbeit mit harten Drogen kann ich Ihnen sagen, das bräuchten wir eigentlich auch sofort. Und ein Beispiel nur, bei Heroin gibt es ja zumindest inzwischen schon, da heißt es dann Diamorphin, einen legalen Zugang über das Arzneimittelsystem. In der Behandlung. Gut. Letzte Chance für Fragen. Das war die letzte Hand. Ansonsten nutze ich die Gelegenheit nochmal für ein bisschen Eigenwerbung. Wenn Sie unsere auf dem Laufenden bleiben wollen über unser Institut, empfehle ich Ihnen unsere Social-Media-Kanäle, Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn oder natürlich regelmäßig unsere Webseite zu besuchen. Ansonsten würde ich jetzt die Pressekonferenz hiermit beenden. Ja, vielen Dank allen Beteiligten und vielen Dank Georg Wurth und dem Handverband und hoffen wir das Beste, ne? Ja, ich schließe mich an, auch auf der DHV-Seite ist die Studie jetzt online mit Pressemitteilung und so weiter, auch da kann man sie finden, handverband.de. Ja, und schönen Tag noch, viel Spaß beim Artikel schreiben.